Nach den Fakten, nach den Chemnitz-Fakten, also friedliche Proteste, keine Menschenjagden, kein Problem mit der Polizei, aber Verniedlichung des Mordes selber jetzt zu den Lügen, wie gelogen wird. Und interessanterweise sind diese Lügen Fakten. Ja? Auch Lügen, wenn faktisch gelogen wird, muss man verstehen, dass die Lüge ein Faktum ist. Aber wer die Wahrheit sucht, muss die Lüge erkennen, damit er dahinter schauen kann. Die Matrixpresse kommt also mit ihrer zentralisierten, koordinierten Lügenpropaganda daher. Bild hat damit angefangen, mit der Parole Rechte ziehen durch Chemnitz. Sebastian Kurz hat sich wahrscheinlich Bild als Informationsquelle der absoluten Wahrheit genommen und hat getwittert: Ich bin erschrocken über die neonazistischen Ausschreitungen in Chemnitz. Vorfälle wie diese sind aufs Schärfste zu verurteilen. Wir sehen, es ist nicht der Messermord zu verurteilen, sondern ist der Protest gegen den Messermord zu verurteilen. Das zeichnet mal ein klares Bild, der ist aber nicht alleine. Der Steffen Seibert, der deutsche Regierungssprecher, verlautbarte: Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin. So, er betreibt damit aber selbst eine Hetzjagd auf die friedlichen Protestierenden, indem er sie als Hetzjagende bezeichnet, die sie nicht sind. Ja? Und wer verbreitet hier den Hass gegen seine Wählerschaft? Okay, aus beiden Politikeraussagen kann man aber herauslesen, äußerste Nervosität, wenn es zu Massenprotesten der Bürger gegen die Regierungspolitik der grenzenlosen Migration und Einwanderung kommt. Also wir haben jetzt die zwei neuen Worte. Das ist wichtig zum Verstehen, weil auf die wird das alles gebunden werden. Das sind einmal die Hetzjagd und das sind die Neonazis. Im Ausland ist das als erstes aufgetaucht in der New York Times. Da schreiben dann alle anderen internationalen Medien, vor allem in der dritten Welt, ab, weil was in der New York Times steht, das kann nicht stimmen, das ist eine absolute Wahrheitsquelle. Und die berichten da von einer Menge von rund 800 Leuten, die es abgelehnt haben, mit der Polizei zu kooperieren. Also die gegen die Polizei waren, die 800. Und das hat die Polizei veranlasst, Verstärkung aus umliegenden Städten anzufordern. So gefährlich waren die 800. Also die New York Times macht aus 10.000 friedlich Protestierenden 800, die es ablehnen, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und die Polizei eben in massive Schwierigkeiten bringen. Das geht jetzt international raus, weil das hat die New York Times geschrieben als erstes. Da schreiben wirklich die anderen ab. So funktioniert zentrale Lügenausgabe. Schauen wir uns an, wie das im Standard angekommen ist. Berlin verurteilt Hetzjagden. Oh, wieder das Wort Hetzjagd. Ja? Reine Erfindung. Verletzte bei Zusammenstößen am Montag, das ist richtig, die Polizei hat ja gleich verarztet, das steht da nicht drinnen. Es wird also von der Überforderung der Polizei berichtet, das stimmt auch nicht, weil es war eine friedliche Demonstration, die Polizei hat das problemlos gemacht und
Es wird hier unterstellt, dass diese hunderte Menschen, ja, da werden hunderte Menschen plötzlich aus 10.000 in etwa, angeblich den Aufrufen der AfD und einer rechtsextremen Hooligan-Gruppe gefolgt ist. Also, und dass da ungefähr 50 gewaltbereite Personen drinnen waren, die das Sagen hatten. Und die Demonstranten, die Hooligans, ja, die Neonazis, die haben folgende Sprüche skandiert: Das ist unsere Stadt und wir sind das Volk. Okay? Wenn du also der Meinung bist, dass das deine Gemeinde ist, wenn du der Meinung bist, dass du ein Teil des Volkes bist und zu Recht der Meinung bist, und das ist rechtmäßig, dann bist du ein Neonazi. Gut, das lernen wir also hier aus dem Standard. Ein zweiter Standardbericht: Rechtsextreme in Sachsen, Zeit für klare Worte, schweigen und sich ducken aus Angst vor der AfD ist ein falscher und schändlicher Weg. Ja. Hier verurteilt die Bundesregierung wieder die Hetzjagd, das ist also eines der Zentralvokabeln, mit dem gearbeitet wird. Kurier, rechter Mob in Sachsen, Ergebnis anhaltender Unfähigkeit, ja. Und die Angabe, der Mord wird dargestellt als tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten und nicht als grausamer, tödlicher Messerangriff von Illegalen. Und es wird jetzt die Kundgebung, bitte die Protestkundgebung, bereits als Selbstjustiz dargestellt. Okay? Ist klar, in welche Richtung das geht. Also die österreichischen Medien sind da voll dabei. Der Kurier erlaubt sich, das auch mit einem Progrom bereits zu vergleichen. Ja, hier das Vokabel Neonazi-Szene wieder. Das ist also Rechtsextremismus. So wird jetzt verschoben. So wird das Bild probiert zu verdrehen, zu verzehren, zu verschieben, um Bürgerproteste zu kriminalisieren. Ja, hätte man das ein bisschen durchgeschaut, das eskaliert bereits. Wir sehen hier, dass patriotische Demonstranten gejagt werden. Die Linken rufen jetzt zum Mord an Chemnitzern auf und wollen Sachsen abfackeln. Okay, wir verstehen. Das ist die linke Bewegung, das ist die Antifa, die sind gegen die Faschisten. Die wird von Soros finanziert. Soros hat gerade 32 Milliarden, noch einmal nicht Millionen, Milliarden Dollar an seine Open Society Foundation überwiesen. Da ist also genug Geld da, um diese linke Szene zu finanzieren und Farbenrevolution auch anzustacheln, diesmal nicht um eine Regierung zu stürzen, sondern um die Merkel-Regierung zu halten. Spiegel Online, widerlich, wie rechtsextreme Stimmung machen. Also man sieht, das ist also jetzt ein ganz klare Richtung, die auch vorgegeben wird. Die Welt berichtet Gewalt und Hetze, ein schwieriger Abend in Chemnitz. Das wird bereits, die friedliche Demonstration wird als eine neue Dimension der Eskalation bezeichnet. Das stimmt allerdings wirklich, aber es ist eben vollkommen umgedreht, nämlich dass hier friedliche Bürger sich melden
und nicht irgendwelche Hitler-Anhänger, die das Dritte Reich zurückholen, bitte. Was soll das? Gut, das hatten wir schon. Ja, das wäre mal so Überblick, der Stern beleidigt die Sachsen jetzt als dunkelstes Bundesland. Andere Mainstream-Medien schreiben vom braunen Schandfleck, der von Deutschland abgetrennt werden müsse. Also irgendwie ist das nicht mehr ganz normal. Das heißt, das lässt schon auf eine äußerste Nervosität in den Matrix-Medien schließen, dass die da derartig überschießen und das in diese Richtung treiben. Jetzt für, das ist wahrscheinlich das Bild, das Sebastian Kurz gesehen hat. Das hat also in der Tat einer der Teilnehmer an dieser Demonstration die rechte Hand zum sogenannten Hitlergruß gehoben. Und da gibt es jetzt aber einen interessanten Beitrag. Dieser Mensch, der den Hitlergruß zeigte, war stark alkoholisiert. Oder hat er das geschauspielert, provozierte die Ordner und stand dann komischerweise friedlich bei den Linken hinter der Polizeiabsperrung. Nach der Kundgebung. Ich stand einige Zeit in seiner Nähe. Nun ja, schöne Bilder hat die Presse dann bekommen. Okay, so funktioniert es mit den Agence Provocateurs, mit den Provokateuren. Ja, und schauen wir uns noch einen Beitrag an. Ja, die Zeit im Bild hätten wir jetzt inklusive Trolle. Zeit im Bild schreibt auch, Rechtsextreme machen Jagd auf Migranten. Es kommt zu Zusammenstößen. Also das ist definitiv gelogen, auch auf Zeit im Bild. Das ist kein Wort, wie gesagt, von den gewaltbereiten Messerstechern. Und wir sehen jetzt hier, wie Trolle funktionieren. Das ist also sehr, sehr lustig, wie die Trolle da auf einmal reinspringen. Ich habe jetzt da auf den Zeit im Bild Beitrag auf Facebook geschrieben, Bürgerproteste gegen Migrantengewalt geht ja gar nicht, mit einem Smiley. Das war dann drei Minuten später kam der Thomas Lindner und schrieb schon dazu, mit Nazi-Gruß, das sind deine Bürger, lieber Freund. Und jetzt habe ich mir wenn man sich jetzt den Nazi-Gruß hier auf der ZIP 2, im ZIP 2-Bild anschaut, dann hebt da einer seine rechte Hand und hat den Zeigefinger hochgestreckt. Er will wahrscheinlich signalisieren, hallo, hier bin ich, also wenn man den Zeigefinger hochstreckt in die Luft. Und der zweite hält sein Smartphone hoch zum Filmen. Okay, aus dem gelingt es, dem Herrn Thomas Lindner Nazi-Grüße zu konstruieren oder das drinnen zu sehen und mir zu unterstellen, dass die Nazis meine Bürger sind. Okay, und weitere zwei Minuten später ein gewisser Johannes Steinböck schreibt, Menschenjagd ist Bürgerprotest. Ja, also wieder Menschenjagd als Vokabel. Ja, Bürgerprotest wird zur Menschenjagd gemacht. Und jetzt kommt bitte ein normales Trollverhalten, weil die sind geschult darinnen. Dann kommt immer eine persönliche Beleidigung. In dem Fall hat er in die Kiste der persönlichen Beleidigungen gegriffen. Und fragt mich, wer hat sie eigentlich zu heiß gebadet? Okay, so agieren Trolle und so erkennt man sie.
die Parolen, die jetzt rausgehen, an die Auslandländerjäger von Chemnitz: Ihr seid nicht das Volk, Deutschland braucht keine Schläger und Rassisten, keinen rechten Mob, keine neuen Sturmabteilungen oder Schutzschaffeln. Deutschland ist bunt, nicht braun. Ihr seid Deutschlands neue Schande. Also man sieht schon, es wird hier wirklich, es werden die Begriffe zu Waffen geschmiedet, ja. Und das ist ein Schlagabtausch, der wird von der linken Antifa bezahlt und jetzt in die Welt gesetzt und ist eine ganz kritische Diktion, um einen Bürgerkrieg vorzubereiten. Das dürfen wir da ja nicht übersehen. Also, ganz klare Aussage, Chemnitz, nein, das war nicht der rechte Mob, es waren normale Bürger, die die Schnauze voll haben. Ja? Und gerade auf RTL gehört, der Mörder von Chemnitz hat aus Notwehr 24 Mal zugestochen. Es ist zum Kotzen. Okay, kein Mord mehr, sondern Notwehr, möglicherweise mit einem Freigang, möglicherweise ohne Abschiebung. Das ist also das vollständige Versagen des Rechtsstaates in der BRD. Gut, dann hätten wir den Teil jetzt abgeschlossen. Noch die Chemnitz-Lügen. Wir haben gesehen, dass das auf die Lügenbegriffe Hetzjagd und Neonazis aufgehängt ist und wie das von allen Medien durchgezogen wird und die Politiker dem Ganzen auch das Wort reden und wenn man es aufklären versucht, die Trolle in den Foren sofort da sind und das wieder umdrehen und zu ihren üblicherweise untergriffigen persönlichen Beleidigungen greifen.